Oh, was haben wir denn hier? Meisterschaft. Ach komm, machen wir die. Hallo Teilnehmer, willkommen zum Duellturnier. Ihr könnt ja herausfinden, ob ihr euren täglichen Duell das gelernt habt. Das Duell besteht aus mehreren Spielen. Jeder Gewinner erhält ein spezielles Erinnerungskartenpaket. Also gebt euer Bestes. Nun, hier sind eure Gegner. Ja, genau. Hau mir doch gleich noch mehr Brocken auf den Hals, ey. Mit Yugi Moto, ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, helfen wir die Hand schon mal gar nicht weiter. Okay, was haben wir denn hier für Zauberkarten? Okay, hiermit lässt sich arbeiten. Ich zeige euch auch wie. Wir werden... Wir werden alles verdeckt legen. Bis auf die und aktivieren Kartenvernichtung. So, was hat jetzt ablegen müssen? Magnet, oh Gott, ich habe auf was Besseres gehofft. Aber nichtsdestotrotz, wir legen erstmal 4 Karten verdeckt oder Monster im Verteidigungsmodus. Ich glaube, ich hatte jetzt schon so einen Monster, so einen schwarzen Mage auf der Hand. Nein! Na! Na, oh, du bist so ein. Och Gott, ey! Hat da ja mal Verlust gemacht jetzt, ey. Und zwar ordentlich. Das war nicht gut, ey. Ja, was ich da wohl nehmen muss. Scheiße, jetzt habe ich schon so gute Karten verloren. Das ist jetzt schon ein Eigentor gewesen. Und was für ein Eigentor. Ich habe Monster gegen zu dem auch schon verloren, ey. Oh Gott, ey. Gemeinsam sind wir stark. Ich brauche ein Monster, ey. Dann können wir weiterreden, aber gemeinsam sind wir stark. Oh, nur halt auch nix. Ja, oh, das Monster wird in Verteidigungsmodus gespielt. Mit Schutz vom Beta. Den Magnetkrieger. Feine Runde. Das ist jetzt echt, das ist ganz beschissen gelaufen, ey. Aber natürlich will ich das jetzt nicht aufgeben, ist ja wohl logisch. Riesenratte. Angriffsmodus. Einfach nur in der Hoffnung, dass da echt nichts liegt. Na gut, das ging noch. Ich habe jetzt mit der Macht des Spiegels gerechnet. Und nicht mit so einem magischen Zylinder. Jetzt kommt Beta natürlich zurück. Und vernichtet die Riesenratte. Natürlich möchte ich was speziell beschwören. Das war ein Riesenschgansoldaten Nummer 2. Ich muss Karten gewinnen. Das ist besser, ne? Okay, Biberkrieger Angriffsmodus. Und darauf hauen wir jetzt gemeinsam, sind wir stark. 2-8 hat er was zu melden. So, greif sein Monster an. Attacke! Ein Biber wird mal Jens zum starken Krieger. Haha! Jetzt kommt bestimmt ein schwarzes Loch. Sag ich doch, ey, das war so klar. Und ein weiterer Beta. Passt. Das soll ich gar nicht aufgeben. Jetzt ist es vorbei. Ich habe meine besten Karten schon echt zum Anfang verloren. Und das war echt. Ja. Wollte ich nicht weiterspielen, das weiß ich. Ich kenne dieses Deck doch auswendig. So, okay, Partner, das ist Zeit zu wechseln. Jetzt kommt Yugi Moto, der Einfache. Ja, einfach in Betonung. Ich fange nochmal an. Jetzt hoffe ich nicht, dass du einen Harpien Staubwedel hast. Jetzt aktivieren wir sofort alles, was wir haben. Hey, freundliche Wohltat. 3 Karten ziehen. 2 ablegen. Busterblader. Ach, was ist mit diesem Ritual, ey? Spielen wir Kuribo wieder. Und bauen eine Schutzwand. Wieder mal auf. Beziehungsweise eine 5er Schutzwand. Du bist dran. Was soll ich sonst machen, ey? Schon wieder ein Beta, ey.
Das ist echt beschissen, ey. Biberkrieger, toll. Ne. Ich werde beenden. Ich versuche jetzt Plus zu machen. Er soll mal seine Monster beschwören. Er soll eine Monsterarmee rufen. Weil die Spielmarken habe ich ja umsonst bekommen. So ist es ja nicht. Kartenzerstörung wird mir aber auch noch gefallen. Okay, ich spiele mit dem Silberfang im Verteidigungsmodus. Du bist dran. Nächstes Monster, okay. Ich muss gleich Schwarzes Loch spielen. Das kommt wieder auf eine Niederlage. Das geht wieder auf eine Niederlage hinaus. Tja, Yogi. Meine ganzen Spielmarken erstmal eliminieren. So. Eine Fallgrube, das ist nice. Schwarzes Loch. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, 5 gegen 5 Karten. Geht's. Elfenschwertkämpfer, Attacke. Wir müssen ein bisschen Damage machen. Auf Yugi. Hör auf, gibt hat schon verloren, heißt es ja. So, Endphase, jetzt komm. Okay, damit sind wir auf Gleichstand. Weil das Monster kriege ich wieder. Jetzt ist halt die Frage, was liegt da? Und da ich es wissen möchte, muss ich angreifen. Das kann alles sein. Das ist leider der Knackpunkt. Das wird so ein Gamma oder so ein Alpha sein. Eine Cyberdose. Okay, wir ziehen 5 neue Karten. Riesenratte, Angriffsmodus. Lichtschwerter, Kartenvernichtung, Spalt. Kann er nicht rufen, kann er nicht rufen, kann er nicht rufen. Und Alpha, okay. Was kann ich denn aktivieren? Ach, mystischer Raumtelefon, ja, okay, nee. Wir werden dieses Monster zerstören. Eine Zauberkarte zurück. Ja, nimm sie ruhig. Die dann gleich wieder auf deinen Kartenfriedhof. Ja, mir brauche ich nicht, brauche ich nicht. Die Lichtschwetter werden noch gut zu behalten. Warte, wir legen. Ja, ich muss so spielen. Spalt und Lichtschwetter lege ich hin und dann kommt Kartenvernichtung. So, schön viel gezogen. Ich habe nur Schrott gezogen, ganz ehrlich. Ich beende meinen Zug. Der Lichtschwerter lasse ich noch verdeckt. Es wird ein Habi und Schaubede kommen. Ja, es war so klar, ey. Jetzt opfert er auch noch. Ja, genau. 2-9. Na ja, klar, möchte ich ein Monster speziell beschwören. Eine Riesenratte. Oh, drei überdeckte Karten. Oh ja, Großmahlzeit, ey. Gib Butter bei den Fischen, ey. Was gibt die für einen Bonus? 800. Ja, entweder er hat da was liegen oder. Okay, ja. Prost-Mahlzeit, egal. 3000. Das muss für das schwarze Magiermädchen reichen. Das ist ganz schlecht. Weil da gehen beide Monster down. Was für ein antiken Baum hat der in seinem Deck? Ich glaube das nicht. Ja, deswegen, man muss jetzt kriegt jetzt. Oh Gott, ich habe noch 500 Punkte. Ich habe noch 500 Punkte. Die werden nicht reichen. Jetzt soll ich die Bombenkarte hier. Selbst das reicht nicht mehr, habe ich gerade nachgelesen. Ja. Ah, komm, jetzt gehen wir auf, ey. Das ist auch schwachsinnig, ey, ja. Ich kann nicht einmal an seine Lebenspunkte ran, ey. Das.
Ach, Göttchen, ey. Ja, danke. Ja, mit meinem stärkeren Stack. Ja, ich krieg hier leider kein stärkeres Stack irgendwie zusammen. So, komm, der nächste unbekannte Duelant packen wir noch rein hier. Gib mir einen leichten. Espa Wobba. Ob der leicht ist, ich hab da echt so meine Zweifel mit seinen scheiß Jinzo. Die Virtualkarten sind die ersten, die ich rausschmeiße. Ja, genau. Boah, ey, das ist doch gemein hier. Ganz ehrlich, das ist richtig. Licht der Vermittlung, das heißt nichts Verdecktes mehr. Okay, der scheint doch von der schwächeren Sorte zu sein. Beide Monster zurück auf die Hand, bitte. Vespa. Okay. Da ich nichts mehr verdeckt legen brauche, können wir in den Angriff gehen. Hier. Riesenratte. Zweite Runde ist vorbei, in seinen Nichtschwertern. Die haben auch alles schwarzes Loch und was weiß ich nicht alles in ihrem scheiß Decks. Das ist ja deprimierend, ey. Du, was du mit deinen Lichtschwertern kannst, das kann ich auch. Ne, wir werden den kleinen Drachen im Angriffsmodus rufen. So, damit sind seine Lichtschwerter fort. Ach Gott, nochmal, ey. Jagdspinne, viel zu schwach, ey. Da er mir auf den Sack geht, gehe ich ihm auch auf den Sack. So, Elfenschwertkämpfer. So, am besten kann er das schon so gut wie verbraucht. Bis auf Shinzo. So. Einbrecher. Gut, dass er immer sein Monster zeigen muss. Riesentornade sofort aktivieren. Riesenschwertsoldaten Angriffsmodus. Eine Attacke. Auf den Einbrecher. So, Lichtschwerter kann ich nämlich nochmal aktivieren. Das ist eine gute Kombo. Nur die werde ich jetzt auf der Hand behalten. Für dringendere Sachen. Da gibt es noch einiges. Zum Beispiel sowas. Warum haben die... Die haben alle Zwillingself und so ein Dreck, ey. Ja, ist ja wohl klar, was ich machen muss. Opfern. Ach, nicht der Vermittlung. Glück gehabt. Das geht ja noch. Weil ich habe 100 Punkte mehr. Tschüss. Ah, ich habe eine Chance gegen den. Zwar nicht eine große, aber ich habe eine Chance. Verwandlungsschleim oder Wechselschleim auch genannt. Gut, damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Hast du irgendein starkes Monster auf dem Friedhof? Oh ja, hat er. Ja, komm, wir holen uns zurück, die Zwillingselfen. Was soll's? Dann haben wir halt ein gutes, kräftiges Monster. Dann können wir mit den... mit dunklen Magerinnen Schaden machen. Was mein Ziel sein wird. Tschüss. Damage. 2000. Yippie, yippie, yay, yay. Yippie, yippie, yay. So, jetzt kaum rum, mach was. Eine Killernadel. Oh, diese verdickte Karte. Ist mein Dorn im Auge. Wisst ihr was? Ich will es drauf riskieren. Dass ich das jetzt hier beende. Wer? Wer? Ja, geht durch der Angriff. Der hoffentlich auch. Ja, Sieg. Ja, wir haben ein Duell gewonnen. Erfolgserlebnis. So. So, ja. Espa auch besiegt. Ah, das Pack nehmen wir jetzt. Ja, Kriegdrache Riesen. Damit kann man arbeiten.
Damit lässt sich arbeiten. Ich habe falsche Tasten. Mit dem Deck lässt sich arbeiten. Ach komm, jetzt erstmal tun wir hier ein paar Monster. Hoppala. Ja, genau, zum Beispiel. Das war... Hä? Dein Deck hat den Ding als Hitzigkeit und überprüfe den Inhalt. Ja. Passt schon, ich habe mich auch verdrückt. Kollege. So, die schwächsten Angriffsmonster gehen hier raus. Was, 1400 Punkte. Ich habe einfach zu viele Monster mit. Raus damit, das. Raus damit! Ganz ehrlich, das ist Schrott, solche Karten. Lässt Filter, normale Monster habe ich gewonnen. Kriechdrache. To Main Deck. Zombie Drache to Main Deck. Riesenfliege zum Main Deck. So, dann können wir Fusion auch gleich rausschmeißen. Fusion. Tschüss. List Filter. All Cars nach Attica. 1, 2, 3. Chimera geht zurück. Ein schwarzer Mann. Ja, damit ist das ist schon viel, viel besser. Ja, gefällt mir viel mehr. Gefällt mir schon mal viel besser. All Cars nach Attica. Reformiert. Kommt der noch rein? Das war's dann. Das war's dann für diesen Part hier. Und ich sag noch mal bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder ist, let's play Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition. Stay away to the Destiny Duel!